Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas von Playgathern. In der heutigen Folge stehen wir wieder Besucher an und ich würde auch sagen, wir verlieren keine Zeit und werden den ersten schon besuchen. Auf jeden Fall, Rudolf aus YouTuber-Treff, falls ihr das hier sehen solltet. Du warst ja im Clan drin, aber den Clan-YouTuber-Treff gibt es ja nicht mehr. Also, wenn du besucht werden willst, schreib mir doch deinen neuen Kürzel unten in die Kommentare rein. Und dann wirst du auch besucht. Der erste, der heute besucht wird, ist der liebe Thief. Ich weiß nicht, ob du die 11 dahinter geschrieben hast, aber ich finde hier keinen anderen Thief im Clan. Deswegen wirst du besucht, aber du siehst ein bisschen zerstört aus. Naja, ist ja egal, wir können ja trotzdem ungefähr dein Dorf bewerten. Hier wird der andere Magierturm stehen. Ja, da. Level 6, Level 6, Level 6, Luftabwehr, Level 6, Luftabwehr, Level 6, Luftabwehr, Level 6, Minenwerfer, Level 6. Also das Maximum ist eine Base, die ich so noch nicht gesehen habe. Aber gut halten tut sie anscheinend nicht. Du warst schon länger nicht mehr aktiv, also komm mal wieder auch noch und leer deine Minen und Sammler aus. Barbaren und Riesen und ein paar Bogenschützen. Okay, das ist eigentlich eine relativ gute Taktik. Auch wenn man den Kristall farmen will, kann ich wirklich nur empfehlen. Eignet sich eigentlich relativ gut für die Kristallliga. Barbarenkönig Level 10, Minenwerfer Level 6. Jeder andere Minenwerfer Level 6, okay. Ja, also wie gesagt, verteidigungsgebäudenmäßig her sieht es gut aus. Und ja, was ich jetzt machen würde, ist mir eine andere Base im Internet suchen. Also wie gesagt, ich muss wirklich mal eine Folge machen, wo ich Radius Level 8 und 7 Bases vorstelle. Damit ihr nicht im Internet suchen müsst. Auf jeden Fall, verteidigungsgebäudenmäßig her sieht es gut aus. Hast du ja auch schon die Zauberspruchfabrik auf 2 gestartet. Ja, ich mache das dann nicht, weil ich die noch nicht so nötig brauche auf 2. Denn der Erdbebenzauber ist jetzt nicht so schnieke, als wenn ich ihn haben möchte. Deswegen, ja, wir gucken mal einfach in dein Profil rein, gucken, was du noch so hast. Level 5, Level 5, Level 5. Sieht alles maxed aus. Heilzauber kannst du, glaube ich, nur auf 5 machen. Schätzungsweise bist du, bist das Ergebnismeister. Okay. Wie gesagt, mach einfach weiter so. Und dann werden wir jetzt den nächsten besuchen. So, der nächste, der heute besucht wird, ist der liebe Dome aus meinem Clan. Leider verlässt er den Clan. Tu das nicht. Deine Klassenkameraden brauchen dich nicht. Okay, Base-Bewertung. Inksbows Level 2. Minenwerfer Level 6, 7, 7, 6. Okay. Einen baust gerade auf 7, einen hast du auf 7 und 2 sind auf 6. Barbaren hast du noch auf 6, Bogenschützen auf 7. Das ist in Ordnung. Was ich dir empfehlen würde, die restlichen Mauern, die du hier hast, auf 6, auf 7 unbedingt machen. Und ja, Level 8er Mauern können noch ein bisschen warten. Ich würde erstmal deine Verteidigungsgebäude leveln. Die Luft, der Luftfeger ist auf Level 1. Der ist auf Level 1, okay. Benutzt du auch nicht. Ich würde den Luftfeger etwas weiter nach außen stellen, beziehungsweise, dass der Radius geändert wird. Denn wenn er so nach innen zeigt, dann muss man nur von den beiden anderen Seiten angreifen. Und dann hat der Luftfeger gar keinen Sinn. Okay, Elixierlager sehen bei dir prall gefüllt aus. Alter, fast 8 Millionen, was willst du denn damit machen? Ist dein Labor schon am Arbeiten oder wieso benutzt du es nicht? Jo, dein Labor ist gerade am Arbeiten, lass mich schätzen, was du gerade machst. Schätzungsweise Barbaren, was anderes kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Ja, basemäßig sieht es eigentlich relativ gut aus, denn du hast Platz für die beiden Luftfeger gefunden. Ich muss mir noch einen Platz überlegen, aber er ist ja momentan noch im Ausbau der Luftfeger, deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit, jo. Dein Bohrer ist hier auf 5. Und der andere steht hier auf 4. Okay, ist in Ordnung. Da würde ich dir auch empfehlen, die demnächst abzugraden. Die machen pro Nacht richtig viel. Das ist unglaublich. Eine Kanone steht draußen. Ja. Es müssen nicht alle Kanonen drin stehen bei dieser Base. Solange das Elixier einigermaßen geschützt ist. Der Nachteil hier ist, dass deine Magiertürme relativ weit außen stehen, aber es stehen einige Gebäude davor, um zu schützen. Ja, die Base gefällt mir nicht allzu gut, aber ist noch so akzeptabel. Und zwei Riesenbomben nebeneinander würde ich so nicht machen, denn wenn ein Barbar da hinkommt, löst er beide Riesenbomben aus. Erstens wird es teuer und zweitens nicht so effektiv und das wollen wir ja auch nicht. Ja, mein Tipp, Flächen stehen hoch, wie ich es bei jedem sage, dann der Rest und dann kannst du beruhigt irgendwann, wenn du deine Mauern mindestens auf 9 hast, auf Radius Level 10 gehen. Der nächste, der besucht wird, ist der The Wolf aus dem Clan Kriegshelden. Also auch im Clan von Mike Boss drin. Ne? Radius Level 9. Jo, Luftabwehr sehr zentral.
Eine Anti-Luft-Base würde ich mal so behaupten. Ein Luftfeger auch drin. Ei, du schützt das Dunkle aber hart. Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab. Bogenschützentürme und Kanonen sind schön verteilt. Beide auf Level 11. Minenwerfer auf Level 7. Ja, hast deine Verteidigungsgebäude schön gemaxt. Mauern machst du gerade anscheinend. Ich hätte die 9er Mauern erstmal weggelassen. Es sei denn, du hast Elixierüberschuss, hatte ich ja auch. Dann kannst du es natürlich machen. Jo, also Mauern auf 8 würde ich empfehlen. Base-Aufstellung ist in Ordnung. Das Dunkle ist wirklich sehr gut geschützt. Du kannst aber noch den Barbarenkönig reinstellen, es sei denn, du baust ihn gerade aus. Nee, ja, kannst du ihn noch einstellen. Ich meine, da außen hat er ja nicht so viel Sinn. Ja, wobei, er schützt da noch ein bisschen, aber ja gut. X-Burgen auf Level 3. Luft gestellt, ja. Der Nachteil der Base, Magiertürme stehen weit außen. Deine Lager sind auch nicht optimal geschützt, sagen wir es so. Wenn man mit Riesen jetzt reinkommt, kriegt er beide Lager. Das Dunkle wahrscheinlich nicht, aber ja. Wenn man mit Luft hier einiges versucht, dann kommt man, glaube ich, nicht bis in die Mitte, sondern nur bis außen. Aber das reicht ja meistens schon. Denn ja, wenn man eigentlich deine Lager hat, dann ist das Dunkle nicht mehr so wichtig, aber egal. Also gemaxt sind deine Verteidigungsgebäude schon mal schön. Deine Mauern würde ich noch so mindestens auf 8 bis 9 machen. Kannst du mir mal unten in die Kommentare schreiben, wann genau du hochgehen willst mit dem Rates. Beide Helden auf 10. Ja, ich habe vor, die auf 15 bis 20 zu machen, bevor ich hochgehe. Denn sonst dauert das alles viel zu lange, bis ich die auf 30 mache und ja. Sieht eigentlich alles relativ gut aus. Base, ja, ist in Ordnung. Ich habe bessere gesehen, aber wenn dir das gefällt und es hält, ich meine, du bist Farmer, ist auch noch optimal und deswegen, ja, gefällt mir gut. Xbox King 2000 wollte besucht werden und das werden wir natürlich machen. Siehst wirklich sehr zerstört aus, warst auch nicht mehr länger aktiv, schätze ich mal. Minenwerfer baust du gerade aus, beziehungsweise ein Level 5, Level 5, Level 5, Level 5 wird da gerade gemacht, okay. Ist in Ordnung, Luftfeger Level 2. Der andere, nee, Magierturm ist hier, Magier, Minenwerfer, Elixierlager, Goldlager, Minenwerfer, Magierturm da. Ja, das kann man jetzt echt scheiße bewerten, wenn man es so sieht. Okay, Magiertürme stehen hier eindeutig zu weit außen. Level 3, Level 4, Level 3. Also die würde ich auch mindestens auf 5 machen. Denn wie gesagt, Magiertürme sind relativ wichtig, wenn einer dich mit Massen angreift, wie zum Beispiel Barge. Barbarenkönig ist auf Level 3, Kanonen auf 9, 9, 3, 8. So, jetzt die Bogenschützentürme. Ja, die Kanonen scheinen zumindest die meisten auf 9 zu sein. Ja, das kann man jetzt wirklich schwer bewerten. Also, tut mir wirklich leid, wenn ich jetzt nicht so viel dazu sagen kann. Deswegen werden wir einfach mal in der Profil schauen. Barbaren Level 5, Bogenschützen Level 5, Riesen Level 4, Goblins Level 4, ja. Ist alles in Ordnung. Ich würde die Magier demnächst noch auf 5 machen. Die sind relativ wichtig für Clankriege. Deine Clankriegssterne sind auch nur bei 56, also mach die Magier hoch und ich sag's dir. Bringt einiges. Also man merkt den Effekt, sagen wir es so. Ja, wie gesagt, also einfach nur Flächenschäden hoch, dann der Rest und dann die Mauern und dann kannst du hochgehen. Dann viel Spaß beim Farmen. Nils geht ab, geiler Name auf jeden Fall. Werden wir jetzt besuchen, ist im Clan CW. Radeslevel 8, Farming Base. Also ich muss sagen, die Base, die gefällt mir gut, habe ich auch schon öfters gesehen. Aber ich persönlich würde die Minenwerfer mit den Luftabwehren tauschen. Also ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Aber wenn es hält, ist es ja auch egal. Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab. Moment. Ja. Lass mich kurz überlegen, wie man das optimal lösen könnte. Denn der Magierturm müsste da oben irgendwie hin, um die beiden Lager zu schützen. Also da würde ich mir was einfallen lassen. Also Verteidigungsgebäuden mäßig Level her. Alles gemaxt. Das ist schon mal wirklich sehr gut. Mauern in der Mitte sind auch schon viele auf 8, aber der Magierturm muss zwei Lager schützen. Habe ich ja schon, weiß nicht, sage ich in jeder Besuchsfolge und trotzdem wollt ihr bewertet werden. Aber ja gut. Wenn es euch eine Freude bereitet, wieso nicht? Gucken wir mal in dein Profil rein. Barbaren Level 5, Level 5, Level 5, Level 5. Sieht alles gemaxt aus. Sogar Pekka auf Level 3. Respekt dafür. Auf Rades Level 8. Ist das schon eine reife Leistung? Golem sogar auf 2. Not bad, not bad. Schweinereiter 4, Minions 4.
Scheint wirklich sehr viel gemaxt zu sein. Kannst, glaube ich, ja nur noch Mauern machen. Du machst gerade was im Labor. Lass mich kurz schätzen, was du machst. Ja, keine Ahnung. Vielleicht lieber Kyro oder so. Ich weiß es nicht. Kannst du mir unten in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Jo, Verbesserungsvorschläge hätte ich jetzt nicht. Nur, dass der Magerturm irgendwie weiter nach oben kommt. Sonst gefällt mir die Base eigentlich relativ gut. Man kann auch nicht zu viel dazu sagen, weil die Base wirklich relativ gut ist. Ist fast gemaxt, also mach weiter so und viel Spaß beim Farmen. Der Tom aus meinem Clan wollte besucht werden, deswegen wird er auch besucht. Auf jeden Fall, es tut mir leid, wenn die Base-Review nicht allzu lang wird. Denn ich muss wieder 14 besuchen und ja. Also ihr könnt mir unten in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Entweder besuche ich halt nur 5 in einer Folge und die Base-Review wird ausführlicher, oder ich besuche alle und die Base-Reviews werden nicht so ausführlich. Wobei ich für die zweite Meinung bin, sodass das Dorf wenigstens ein bisschen gezeigt wird. Rasselbill 9, um man bei den Freunden angeben kann, dass sein Dorf auf YouTube ist. X-Boss Level 1, Kanon Level 11 und 10. Alle Mauern auf 8 ist optimal. Du bist noch nicht allzu lange auf Rasselbill 11, oder weil du gerade hier dein Lager hoch machst, oder du hast sie einfach nicht hoch gemacht, weil du nicht die gebraucht hast. Ja, okay, Boogie Queen auf 7 muss schon, wobei Barsch auch auf Level 5, ne? Ja gut, habe ich gesagt, ich will das Armeelager ein bisschen näher an die Base ranstellen, sodass der Gegner im Notfall nicht die 50% holen kann. X-Bögen Level 1, Magiertürme 6, also meine Empfehlung, Flächenschäden 7, Kanonen sind schon einige auf 11, kannst den Rest auch noch auf 11 machen, Bogenschützentürme dann, die Teslen, wobei, wann kannst du die Teslen machen, das ist auch eine gute Frage, deine sind auf 4 und 5. 5, 6, okay, 6 ist das. Mein Fehler, ja. Ja, einfach Flächenschäden holen, dann der Rest dann hier mal. Wie ich es jetzt mal sage, von der Base-Aufstellung her sieht es eigentlich, ja, gute Frage. Der Magerturm deckt kein Lager ab. Der Magerturm deckt 2 Lager ab. Der Magerturm deckt 1,5 Lager ab. Ja, würde ich mir auch was Neues einfallen lassen. Sonst nehmen die einfach meine Base, weil die sehr optimal ist. Ja, selber gebaut habe ich meine Base auch nicht. Habe ich mir aus dem Internet rausgesucht und dann war es in Ordnung. Ja, Base gefällt mir mittelmäßig, würde ich mal so sagen. Und wir werden einfach mal die nächsten besuchen. Wie gesagt, ich kann die Base-Review leider nicht so lange halten. Deswegen wird der Krischi XD jetzt besucht. Krischi XD, du bist nicht mal im Clan drinne. Ja, schreib mir einfach deinen neuen Clan unten in die Kommentare rein und dann wirst du auch schon besucht. Kinku Shanes aus dem Clan Go Getters wird jetzt besucht, aber auf jeden Fall richtig geiler Hashtag-Kürzel. 8LLRQQQ9. Kann man sich sogar so merken. Moment, wo warst du stehen geblieben? Hier, okay. Level 117, da kannst du was erwarten. Ratslevel 9, hui. Respekt dafür. X-Bögen Level 2, Luftabwehren Level 7. Bogenschützentürme Level 11, Kanonen Level 11, Magiertürme Level 7. Minenwerfer Level 7. Ja, gemaxte Verteidigung bis auf die X-Bögen und die Luftfeger. Ja, Luftfeger 4, 2. Ja, muss man auch nicht hoch machen, ehrlich gesagt. Bringt nur im CW ein bisschen, aber sonst. Und für Pokéjagd bringt es auch einiges. Deine Base hat Trap-Faktor. Ja, wenn du genug Gold hast, dann kannst du ja immer die Bomben reaktivieren, die hier zwischen sitzen werden. Oder Tellereisen, je nachdem. Denn wenn man mit Riesen angreift, da fliegen schon einige weg, wenn da so Tellereisen sind. Das ist der Vorteil an Trap-Bases. Sonst würde ich mal so behaupten, dass die Base eigentlich relativ in Ordnung ist. Magertürme decken jeweils immer 2 Lager ab. Clanburg auf Level 5. Ja, steht nicht ganz mittig, aber ist ja auch egal. Könnte man eventuell mit dem dunklen Lager tauschen, muss man aber nicht. Wenn man das dunkle Lager schützen will, dann muss man das echt nicht. Also, ja, Base ist so in Ordnung, beziehungsweise gefällt mir sogar relativ gut. Dunkle Zauberspruchfabrik baust du gerade und von deinen Truppen sieht es auch relativ maxed aus. Jo, Schweinereiter 5, Minions 5, Golem 2. Kannst du auf 4 machen, Labern kannst du auch noch auf 2 machen. Ich mache ja gerade meinen Giftzauber auf 2. Mal gucken, was er so bringen wird. Boah. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe jetzt schon so viele Bases reviewed und ja, jedes Mal gefällt es euch. Und ja,
Herr Mini, jetzt, wir werden jetzt aber in den nächsten besuchen. Base gefällt mir relativ gut. Mach weiter so. Bald kannst du doch Rates Level 10 gehen. Zack Blaze aus meinem Clan wird besucht. Rates Level 8. Farming Base. Auch du bist zerstört. Ja, die meisten haben jetzt Schule. Ich nehme ja gerade morgens auf. Naja, beziehungsweise vormittags. Und es haben ja nicht alle das Glück, Ferien zu haben wie ich. Clanburg steht relativ weit mittig. Level 4. Minenwerfer auf Level 6. Magertürme auf Level 6. Bogenschützentürme auf Level 9. Kanonen auf Level 10. Max. So, Magertürme maxed. Deine Luftabwehren sind jetzt bald maxed. Kanonen sind auf Max. Kannst du nur die Bogenschützentürme upgraden und die Mauern. So, Armeelager 6. Ist alles in Ordnung. Elixiersammler. Hast du noch einen auf, einige auf 9? Kaserne da auch auf 9. Beziehungsweise Elixiersammler 10 und Kaserne auf 9. Riesenbombe ist reaktiviert. Okay. Ich weiß nicht, was diese Mauern hier bringen sollen, aber ja gut. Denn ich meine, wenn man die Riesen hier setzt, werden die durch die Riesenbombe latschen, aber ich glaube kaum, dass man die hier durchsetzen wird. Aber, naja, lassen wir den Spaß. Vielleicht funktioniert das ja mal wirklich durch irgendeinen Bug und dass die KI so beschissen ist von denen. Du machst gerade was in deinem Labor, lass mich schätzen, was es ist. Keine Ahnung, Blitz auf 5? Ich habe echt keine Ahnung. So, also mein Tipp wäre, Base ist eigentlich so in Ordnung, würde ich so behaupten. Puh. Ja, mir fällt auch echt nichts mehr ein. Ihr müsst mich auch verstehen. Ich muss immer so viele Bases reviewen und wenn man nur 5 macht, ist es in Ordnung. Aber ich bin jetzt schon wieder bei 22 Minuten in der Aufnahme. Dann muss ich gleich wieder so viel wegcutten und dann dauert das Rendern wieder so lange. Das Hochladen dauert auch relativ lange, weil die Besuchsfolgen immer relativ lang sind, aber euch gefällt es und deswegen mache ich es doch gerne. Also mein Tipp wäre jetzt einfach nur Bogenschützentürme hochmauern und ja, kannst dir eventuell eine Base im Internet raussuchen. Ja, oder gibt's hier Tipps? Ja, Magetürme decken jeweils 2 Lager ab, ist in Ordnung. Luftabwehr deckt somit die ganze Base ab und deswegen ist die Base sogar noch in Ordnung. Ja, wir werden einfach den nächsten Besuch. Mr. Queen aus dem Clan Omega wollte besucht werden und deswegen werden wir ihn seinen Wunsch erfüllen. Clanburg mittig, Level 5, Maximum X-Bögen Level 1, decken somit das meiste der Base ab. Luftabwehren decken auch die gesamte Base ab. Die Base gefällt mir gut. Screenshotten. Ist ähnlich wie meine. Minenwerfer stehen aber mir etwas weit zu außen. Würde ich irgendwie weiter inpacken. Die Frage ist nur, wie stellt man das an? Vielleicht X-Bögen hierhin, wo vielleicht Tesseln oder so stehen. Dann kann man die Dings, Luftabwehren, etwas weiter reinstellen und damit die Minenwerfer. Ich weiß aber nicht, ob das so klappt. In der Theorie schon, aber in der Praxis ist es so eine Sache. Queen ist auf 6. Jo, greifst mit Bam an. Also Minions, Bogenschützen und Barbaren. Ja, Magertürme decken jeweils 2 Lager ab. Kanonen und Bogenschützentürme sind gut verteilt. Base gefällt mir gut. Ist noch so Rates Level 8 Niveau, sagen wir so. Hat zwar schon die X-Bögen, aber ist trotzdem noch so ein bisschen, ja, Rates Level, Rates Level 8 Niveau, hast schon einige Mauern auf 9. Okay, bist wahrscheinlich so ein Mauernfarmer. Ich bin das eher nicht, ich mag das nicht so gerne und ja. Mein Tipp, Flächenschäden hoch, Magertürme hoch und dann der Rest. Oh, ich komme mir so dumm vor, wenn ich mit mir selber spreche und dann immer wieder dasselbe erwähne. Aber ich weiß echt nicht, was ich immer zu der Base sagen soll. Denn es ist einfach nur, gradet alles ab und sucht euch im Notfall eine Base im Internet raus. Mehr sage ich so nicht, nur mit anderen Worten. Ich bin verzweifelt. Ja. Sonst, ja. Flächenschäden hoch und dann der Rest. Und hoffe, es stört dich nicht, wenn die Base-Review nicht allzu lang war. Er macht hier aus dem Clan 1312% Raw Power, wollte besucht werden. Rates Level 8, Farming Base, Magertürme Level 6, decken jeweils 2 Lager ab, Clanburg in der Mitte, Luftabwehren decken die gesamte Base ab. Minenwerfer Level 6, decken jeweils die gesamte Base ab.
Ja, auch hier. Base gefällt mir relativ gut. Mauern kannst du noch auf 8 machen. Würde ich auch einige starten, bevor du auf Radeslevel 9 gehst. Und dann, ja, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn ich jetzt irgendwie, ich bin, weiß ich nicht, bei der 11. Base oder so, die ich heute schon reviewed habe. Deswegen, also es ist ja beinahe immer dasselbe, was ich sage. Und ja, ich will jetzt nicht drauf weiter eingehen. Deswegen kann es sein, dass die Base Review nicht so lang wird. Barbarenkönig Level 10, das läuft. Wir gucken einfach einmal in dein Profil rein. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Sieht auch relativ alles gut aus. Bäcker Level 3 auf Radius Level 8 ist schon eine reife Leistung, die man so hinnehmen kann. Heilzauber, kannst du erst auf Radius Level 9 auf 6 machen, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob es stimmt. Oh, hast du den Giftzauber auch schon auf 2 gejammt, oder was? Wieso haben die alle so früh das schon? Ich verstehe das nicht. Ich habe direkt nach dem Update das alles gestartet. Und trotzdem haben die es alle früher als ich. Egal. Also, mein Tipp. Ein paar Mal auf 8 starten, bevor du auf Radeswill 9 gehst. Und dann ist alles gut. Max aus dem Clan Udli. Du scheinst hier nicht mehr drin zu sein. Jedenfalls habe ich hier keinen Max drin entdeckt. Eiermann. Hier kommt der Eiermann und packt dir die Eier an. Batman, Alex, Ludi, Enya, Wiesel, Frudi, Arnudli, Warlock, Smack, Dudi, Amir, Snickers, Killers, Kudli, Directioner, Opa, Udli. Wieso sind hier so viele Udlis drin? Ne? Naja, Fudli, Nudli. Okay, hat wohl jemand viel Spaß an COC. Auf jeden Fall, bist hier nicht drin. Schreib mir einen neuen Hashtag kurz in die Kommentare und dann wirst du besucht. Der nächste, der besucht wird, ist der liebe Tim aus meinem Clan. Er hat ja die Tage etwas Stress. Sozusagen, deswegen machen wir ihnen eine Freude, indem wir ihn besuchen. Leider ist er zerstört, aber macht ja nichts. Radius Level 7. Trophy Base. Barbarenkönig Level 1. Luftabwehr Level 4. Minenwerfer Level 5. Luftabwehr Level 5. Magerturm Level 3. Minenwerfer Level 5. Da. Kanone Level 8. Kanone Level 8. Ja, das kann man jetzt wirklich scheiße bewerten. Ich besuche dich einfach nochmal in der nächsten Folge. Erinnere mich am besten dran. Und dann werden wir jetzt die letzten besuchen. Ich werde das jetzt nicht überspringen. Weil ich so viele Cuts hier immer reinsetzen mussten, ich schwöre, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall, der nächste, der besucht wird, ist der XYonaXX. Hashtag 8V8, 8V8, 0, 8, U, C, U. Ich werde nochmal in die Kommentare suchen und wir sehen uns gleich wieder. So, der letzte Buchstabe war ein V. Wieso habe ich nur so eine beschissene Schrift? So, Jona, bitte sei in den Clan drinne. Bitte. 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 Oh Gott. Du bist auch nicht im Clan drinne. Sandy, Dreikin, Moss, Commander, Toblunder. Dann schreib mir seinen neuen Clan unten in die Kommentare rein. Und ich bin mit der heutigen Besuchsfolge durch. Beziehungsweise ich habe alle besucht, die besucht werden wollten. Und wenn ihr auch mal besucht werden wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.